Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seht es vielleicht schon am Setup, ist genauso wie letztes Mal. Es geht ab ins Gym und heute ist Schultertag. Warum Schultern und so weiter, warum das voll wichtig ist für Mountainbiker, also zumindest meiner Meinung nach, erkläre ich euch jetzt gleich auf dem Weg ins Gym. Bis gleich. Vielleicht schon öfter gesehen habt beim Mountainbiker, haben Mountainbiker oft nach Stürzen Verletzungen in den Schultern. Und warum ist das so? Die Schulter ist ja ziemlich anfällig, das heißt, die ist sehr, sehr beweglich, aber wenn sie nicht gut stabilisiert ist, das heißt durch Muskulatur, dann ist sie einfach sehr anfällig für Verletzungen. Und um halt bei Stürzen dem Ganzen einfach vorzubeugen, sollte man einfach eine gute Muskulatur haben, und zwar den vorderen, den seitlichen und besonders auch den hinteren Kopf der Schultermuskulatur. Der hintere Kopf ist der, der am meisten verkümmert und der auch gerade bei unserer Position halt auf dem Mountainbike kaum gebraucht wird. So den vorderen Kopf und den seitlichen vielleicht noch so ein bisschen, gerade den vorderen, wenn man halt in die aktive Position geht, und auch den Trapez und den Rücken und so weiter. Und das sind einfach Muskelgruppen, die einfach ja trainiert sein müssen, um halt einfach bei einem Sturz dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen. Und das kann ja dann einfach gar nicht schaden, ne? Außerdem natürlich Push-Bewegungen und so weiter bei Vorderradimpuls, na, Kleinigkeiten. Aber ich trainiere meine Schultern jetzt insbesondere, um einfach für die nächste Saison bei Stürzen dem Ganzen so ein bisschen gewappnet zu sein. Und ich habe ja tatsächlich in der linken Schulter Probleme bekommen nach dem ersten Sturz, den ich hatte. Und auch der Marc nach seinem Sturz im Bush Gap hat immer noch Probleme in der Schulter. Und ja, für alle die ist es vielleicht ganz spannend, und für alle die präventiv ein bisschen was machen wollen, ich nehme wieder Übungen mit rein, die nicht besonders intensiv sind vom Equipment her oder wo zumindest das Equipment nicht teuer ist, um das Ganze auch zu Hause machen zu können. So, wir driven jetzt mal weiter und ich melde mich dann gleich im Gym. Als allererstes kümmern wir uns um die Rotatorenmanschette. Die Rotatorenmanschette besteht aus vier verschiedenen Muskeln und Sehnen und Bändern, die sozusagen die Schulter umfassen. Um das Ganze ordentlich zu trainieren und halt aufzuwärmen, mache ich immer gerne diese Übung, die ihr gerade seht. Das kann man mit ziemlich wenig Gewicht machen, dafür ein bisschen mehr Wiederholung. Wichtig ist dabei, dass die Schulter immer schön tief bleibt und nicht zu den Ohren gezogen wird und der Ellbogen möglichst nah am Körper bleibt. Wem es hilft, der kann auch mal so ein Handtuch zwischen Ellbogen und Oberkörper klemmen. So muss man also den Ellbogen die ganze Zeit am Oberkörper dran halten und das Handtuch festhalten. Das hilft auf jeden Fall bei einer sauberen Übungsausführung. Die nächste Übung sind die Scapula Shrugs in der Pull-Up-Version. Das bedeutet, hierfür braucht ihr jetzt tatsächlich eine Stange, an der ihr euch hochziehen könnt. Und hierbei ist es wichtig, die Arme möglichst gestreckt zu halten und einfach diesmal zulassen, dass die Schultern zu den Ohren wandern und dann die Schultern versuchen tief zu ziehen. Das Ganze hilft euch später auch in anderen Situationen, die Schultern schön tief zu ziehen. Und halt auch für eine schöne Ausführung bei einem Pull-Up später. Für die nächste Übung braucht ihr entweder Ringe, die ihr irgendwo befestigt, oder so ein TRX-Band. Das kennt ihr wahrscheinlich mit diesen Griffen. Und die T-Raises
sind für die hintere Schultermuskulatur sehr, sehr gut. Hierbei gilt es, möglichst viel Spannung zu halten im ganzen Körper und dann mit gestreckten Armen einfach die Arme öffnen. Dabei auch die Schultern immer schön weit weg von den Ohren halten. Übung sind die L-Races. Funktionieren theoretisch genauso wie die T-Races, nur dass ihr mit den Armen diesmal in eine L-Position und nicht in eine T-Position geht. Allerdings, hierbei gilt es nicht zu vergessen, dass ihr natürlich auch das L einmal verkehrt rumschreiben müsst, damit ihr das Ganze in die andere Richtung macht. Auch hier gilt es, Körperspannung aufbauen, Schultern schön tief ziehen. Und bei diesen ganzen Übungen ist es immer schöner und besser für dich, wenn du das schön langsam und kontrolliert machst, statt irgendwie bei den Übungen zu reißen. Diese Übung dürfte eigentlich jeder kennen, Seitheben. Hier gilt es, Ellbogen führen das Ganze an, Schultern bleiben schön tief, Spannung halten, leicht nach vorne gebeugt, um den mittleren Schulterkopf möglichst gut zu erwischen beim Training. Das geht mit so Resistance-Bändern oder auch mit Kurzhanteln oder mit irgendwelchen kleinen Gewichten. Die letzte Übung für heute ist das breite Rudern. Beim breiten Rudern gilt es jetzt, wirklich auf Schulterhöhe mit den Ellbogen zu ziehen, um möglichst den hinteren Schulterkopf gut zu treffen. Hierbei natürlich auch wieder Körperspannung halten und schön langsam kontrolliert. Diese Übung kann man übrigens auch gut an Geräten machen, wenn man ein Fitnessstudio zur Verfügung hat. So Leute, wir sind fertig mit dem Training. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Natürlich war es, ja, Schultern oder allgemein auch Rücken und so, ist schon ohne Equipment, nur mit eigenem Körpergewicht, sehr, sehr schwer zu trainieren, weil du zumindest irgendwie eine Stange brauchst, an der du ziehen kannst, da nun mal der Rücken dafür da ist, Zugbewegungen zu machen. Und deswegen ist das Ganze nicht so leicht. Ich habe trotzdem Übungen gewählt, die Sinn machen und die jeder einfach zu Hause nachmachen kann. Besonders die Übung an den Ringen, die kann man aber allerdings auch an TRX-Bändern zum Beispiel machen oder an Widerstandsbändern. Da könnt ihr ein bisschen kreativ werden. Aber das ist auf jeden Fall möglich und auch mit wenig Equipment. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann können wir es in einem extra Video klären. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.